Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins wahrer Logistik, achter Teil. Wir wollen jetzt nun mal diese Pufferlogik skalieren, weil bisher haben wir ja immer nur eine Maschine gehabt, die was herstellt. Ne? Wir haben uns zum letzten Mal noch ein kleines Problem mit dem Überlauf. Den habe ich jetzt ein bisschen geschickter gemacht. Ich laufe hier rein, ein Teiler, ne, gehe auf die eine Seite und mit dem anderen gehe auf die andere Seite. Das führt dazu, dass ich einfach beide Seiten hier voll mache. Wenn ich beide Seiten voll mache, doppelte Kapazität in diesem kleinen Kreis hier. Das heißt, wenn ich Überschuss habe, dann wird der besser hier in diesem Förderer gepuffert und dann natürlich einsortiert. Gut, ich möchte jetzt Zahnräder herstellen. Zahnräder sind genauso wie Kabel unglaublich viele im Spiel. Ich habe das hier vorbereitet. Hier mache ich eine Versorgung eben mit Eisenplatten, Eisenplatten. Werden zu Zahnrädern und ich nehme die Zahnräder hier raus, zack, und was passiert? Die Produktion läuft los. Wenn ich da genügend drin habe, sind wir auf gelb, ja, also, ah, da kommt schon Nachbezug. So, und jetzt sehen wir, die Kiste ist ganz schön leer gelaufen und jetzt kommt erst Nachbezug, also zu langsam. Das heißt, die Reaktionszeit, das ist ja der lange Förderweg hier, bis hier oben Material ankommt, ist einfach so, dass es nicht reicht, hier einen ganz kleinen Puffer zu haben, sondern der Puffer muss etwas vergrößert werden. Jetzt haben wir das hochgesetzt. Dann ist es hier deutlich mehr drin. Kommt natürlich automatisch Nachbezug. Klar, wieder auf Rot, unteren unterschritten. Gut. Soweit, so gut. Jetzt möchte ich gerne mehr Zahnräder, und zwar schneller mehr Zahnräder produzieren. Also, wie macht man das? Mehr Maschinen. Und ich sage mal, wenn die Förderbänder hier, so. Ups. So. Was ich gemacht habe, muss ich auch wieder abtransportieren. Auch nicht mehr genug. Ja, unten habe ich welche. Das ist eigentlich der Trick an dieser Lösung, die ich habe. Überall ist das Zeug da. Ich kann einfach was wegnehmen und es wird nachgeliefert. Kiste beobachte ich. Jetzt habe ich hier mehrere Maschinen parallel. Das ist sehr praktisch. Zahnräder. Oh, shit, ich habe was vergessen. Habe ich vergessen? Ja, natürlich müssen auch die Greifer gesteuert werden. Und damit ich es nicht nochmal eintippen muss, mache ich folgendes. Ich kopiere einfach die Logik von dem Greifer hier. Dum, dum, zack. Und auf den vierten. Nur wenn S größer 0 ist, tu was. Das hat schon mal jetzt funktioniert. Der Maschine sagen, was sie tun soll. Zahnräder herstellen. Der Maschine muss ich sagen, Zahnräder herstellen. Wir sehen, es läuft sofort los. Warum? Jede Maschine selber hat einen kleinen Puffer in sich selber. Ja, was man genau sagen, die Factorio-Hersteller haben da schon drüber nachgedacht, dass man einfach hinter jedem Prozess einen kleinen Puffer braucht, damit überhaupt was laufen kann. Gut, sehr schön, alle sind auf Rot, Lämpchen sind auf Rot hier. Nehmen was raus, klack, wir legen los. Okay, was haben wir hier? Ja, die können nicht mehr arbeiten, weil sie nichts ablegen können. Ja, und die haben Schwierigkeiten zu arbeiten, weil sie mit Material nicht versorgt werden. Woran liegt es? Ganz einfach. Wir haben nur eine Quelle hier, legen hier auf und müssen alle versorgen. Das heißt, wir müssen mehr Material auflegen, müssen das auch schneller verteilen. So. Und das Material, was wir rausgekriegt haben, müssen wir auch zügig runternehmen. Man kann das dann zum Beispiel so machen, dass man sagt, gut, hintere ist ganz schnell. Dann mache ich den nicht ganz so schnell. Wenn man dran denken, schnelle Förderbänder kosten schnell Geld. Das sieht jetzt schon besser aus. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ein bisschen mehr herstellen, also nur 50 kommen. Das ist auch so eine Sache, man muss solche Prozesse länger laufen lassen, um zu sehen, sind vielleicht irgendwelche Disbalancen da drin, die man noch korrigieren muss. 50. So, alles raus. Klack. Jetzt sieht man das wunderbar, ne? Der liegt langsam auf hier. Die hinteren sind noch etwas unterversorgt. Ne, woran liegt es? Aber haben wir hier noch drin? Ja, das wird noch funktionieren. Also sind etwas unterversorgt, die hinteren. Warum wir das machen? Ich muss einfach mehr Material auflegen. Ne, wie macht man das? Ganz einfach. Klick. Man kann denken, jeder Förderer ist eben auch ein Puffer.
Jups. So. Doppelte Materialverfügbarkeit. Gut. Starten. Hier sieht man, alles läuft. Das ist die Idee. Die Idee dieser Art der Logistik ist, was haben wir hier wieder? Ja, wieder leer gelaufen, die Kiste. Das heißt, ich habe nicht genügend Material nachgekriegt, ich habe es nicht schnell genug gekriegt, weil die Puffergrenze unten zu tief liegt. Man muss sozusagen immer den Fluss beobachten und gucken, wo Engpässe sind, eine sogenannte Engpasssteuerung. Ne? Kann ich nur empfehlen, könnt man mal lesen, Theory of Constraints von Goldratt. Ich habe die 500 erreicht. Und mal gucken, ob wir einen stabilen Zustand haben. Jawohl. Hier kommt, kann man sehen. Ja, die kommen jetzt hier an. Ups. Wir verteilen sie auf beide Seiten, innen und außen. Ja, das heißt, wir kriegen da deutlich mehr Zeug drauf. Und es entsteht ja auch kein Stau mehr. Ja, das ist eigentlich die Witz. Man beobachtet bei solchen Pufferlösungen immer, wie ist der Fluss. Wie sind die Puffer, laufen die voll, laufen die leer? Wenn sie leer laufen, muss ich sie schneller versorgen. Wenn sie voll laufen, ist dahinter der Prozess zu langsam und das muss man ausbalancieren. Probieren wir es nochmal aus. Das sieht gut aus, alle Maschinen laufen. Der hier oben versorgt auch noch genügend. Dann noch ist Material da. Ja, und es kommt auch schon Nachbezug. Es hat wunderbar funktioniert. Könnten noch ein bisschen schneller, sind noch 111 drin, also sind so. Es geht. Ja, das ist eine Frage, wie lange wir jetzt hier laufen lassen. Gut, ja, das war es erstmal. Also, was haben wir jetzt gelernt? Ne? Die Idee ist die, ich habe lokal einen Puffer. Der Puffer hat Material, die ich brauche für die Produktion. Wenn ich skalieren will, muss ich einfach von diesem Puffer aus alle Produktionseinheiten versorgen. Ne? Ich muss dafür sorgen, dass es ausbalanciert ist. Auch hier können wir natürlich sagen, vorne schnell, hinten langsam. Ne? Wir wissen ja, schnelle Förderer kosten echt Geld. Ne? Also kann ich sagen, naja, wenn ich hinten schon wie runtergenommen habe, dann muss ich nicht mehr so schnell sein. Ne? So zum Beispiel kann man das machen. Gut. Das war's schon und ich freue mich auf den neunten Teil mit euch.